Now turn up. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von Kanal. Wir zocken wieder Fallout 76 und heute werden wir gemeinsam den Alien Blaster finden. Ich glaube, das müsste das erste deutsche Video sein, was jetzt hochgeladen wird zum Alien Blaster. Vermute ich mal, weil ich habe noch keins gefunden, nur auf Englisch. Und ich werde das heute mal auf Deutsch erklären. Wir befinden uns gerade auf der Karte, genau bei diesem Schmetterling. Diesmal weiter weg, wir sind oben auf der Karte. Hier oben sieht man noch das Krokodil als anderen Punkt, da oben ist der Name. Da ist ein Schmetterling. Sind wir genau da. Und wir befinden uns, ihr müsst das auch finden. Also es gibt drei Sachen, die man finden muss. Man muss erstmal einen verrosteten Schlüssel finden. Alien Blaster ist auch drin, wo wir gleich sind. Und da kann man noch Upgrades finden. Die werden wir auch gemeinsam jetzt suchen. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal den Schlüssel für die beiden Keys holen. Und für den für die Endkammer, wo man die Upgrades holen kann. Ihr geht einfach von hier aus, also hier ist das verrostete Haus. Ihr geht einfach da rein. In der Mitte müsste irgendwo so ein Tresor sein. Da hier ist er schon. Ist so ein versunkener Tresor einfach in der Mitte des Hauses. Und da müsste dann einfach ein verrosteter Schlüssel drin sein. Wo sind wir jetzt? Hilfe? Da vorne. Da ist der Alien Blaster. Einfach aus der Schlüssel, nehmt ihr auch mit. Ja, und das war's. Die Bücher könnt ihr da drin lassen. Hier drin liegt noch ein Chemikalien-Schutzanzug und sonst Zeug, habe ich schon rausgenommen. Da vorne liegt noch ein Chemikalien-Schutzanzug, werdet ihr auch finden. Ja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder zum nächsten Ort sehen wir uns gleich wieder, wo wir den ersten Key finden. Ja, dann würde ich sagen, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich bin jetzt bei der zweiten Location. Ich habe hier auch den Alien Blaster in der Hand, wenn ihr den mal sehen wollt. Warte, hier. Wir haben noch keine Munition dafür, die kriegen wir erst, wenn wir das abgeschlossen haben. Wir kriegen dann auch ein Upgrade, wie wir dann Fusionszellen da reinmachen können. Der macht 14 Schaden, hat eine Hälfte Heilbarkeit, Feuerrate 100, Reichweite 120, Präzision 75, Gewicht 2,25, das ist sehr wenig. Und er ist relativ viel wert, wenn man den nachher upgradet. Es ist eine an sich sehr gute Waffe. Er macht halt nur, wenn man Fusionszellen reinmacht, später ziemlich wenig Schaden. Das werdet ihr dann noch sehen. So, wir sind jetzt hier an der Location. Ich zeige euch kurz auf der Karte, wo wir sind. Wir sind auf der komplett anderen Seite der Map. Wir sind jetzt von da, vom Schmetterling, einmal komplett runter in diese fette Mine. Dann sind wir genau hier, wo ich bin. Genau da. Ja, und da müsst ihr einfach nur dieses Gebäude, da ist der Kran. Ne, da ist nicht der Kran. Wo ist der Kran? Da oben ist der Kran. Geht's hier runter irgendwie. Dann findet ihr das. Dann geht ihr einfach in dieses Gebäude hier rein. Der Kron kommt vorhin nicht mit. Dann müsste hier irgendwo in dem Schrank das sein. Oben Leuchte. Können wir noch ein bisschen looten. Dann müsste das hier. Hier ist der TNTK. Hier ist der Key drin. Genau hier. Hab ihn rausgenommen. Dann looten wir noch ein bisschen. Dann sehen wir uns auch gleich bei der nächsten Location. Wir looten das nochmal kurz zu Ende hier. Was hier noch so ist. Vielleicht sind hier noch geile Sachen. Kann ja sein. Man weiß nie. Aber das ist ganz normaler Loot hier. Na gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder zur nächsten Location. Bis gleich. So Leute, jetzt sind wir immer noch hier. Wir sind ein paar Meter weiter gelaufen. Da hinten seht ihr das Gebäude, wo wir gerade waren. Und wir sind jetzt hier rüber gelaufen, nach hier. Da hinten waren wir gerade. Hier sind wir. Ich kann nochmal auf die Karte gucken. Sind ein bisschen weiter rüber gelaufen. Auf jeden Fall müssen wir jetzt die Treppe hier hoch, um zum zweiten TNT-Key zu kommen. Dann geht ihr einfach hier lang, wo ich lang gehe. Oh, hier kann man noch ein bisschen looten. So. Rest loot ich nachher. Irgendwann. Geht einfach hier hoch. Hier lang. Und ihr braucht Schlossknackskill Stufe 2 am besten. Wäre sinnvoll. Weil ihr müsst durch diese Tür durch. Die könnt ihr sonst nicht öffnen. Dahinter ist auch schon gleich ein Spinnen-Key.
geht die Scheiße gerade nicht auf. Dankeschön. So. Gibt's hier ein bisschen Loot. Ist auch noch ein Tresor. Öffne ich gleich noch. Dann müsste sich... Ah, interessant. Die Wettkakerlake. Müsste sich in dem Schrank gleich der Key befinden. Hier ist der Key. In dem Schrank ist der Key hier. Dann haben wir den Key. Können wir nochmal den Tresor hier öffnen. Ah, Hakenhammer gebrochen. So, haben wir den auch einmal geöffnet. Haben wir alles raus, habe gar keine Ausdauer, deswegen brauche ich Ausdauer beim normalen Laufen. Kann gerade auch nicht sprinten. Ja, dann sehen wir uns gleich bei der, glaube ich, letzten Location. Müsste die letzte sein. Dann müssen wir schon zum Alien Blaster kommen. Ja, dann kommen wir zu den, also wir haben den Alien Blaster schon, aber wir kriegen ja gleich noch die Upgrades und die Munition und sowas. Ja, würde ich sagen, wir sehen uns gleich zur letzten Location. Bis gleich. So, Leute, ich befinde mich jetzt an der Location, wo wir den Alien Blaster, die Munition halt für finden und die Upgrades. Wir befinden uns auf der Karte. Genau hier, wo ich stehe, müsst ihr hin. Genau hier. Hier gibt es mehrere Türen. Ein paar Türen sind unzugänglich. Hier braucht ihr den Key für. Ich werde nochmal eine unzugängliche zeigen. Zum Beispiel da vorne ist noch eine unzugängliche hier. Ich werde da kurz mal hingehen. Kann leider nicht sprinten. Hier vorne ist eine unzugängliche. Die könnt ihr nicht aufmachen. Die. Da unten ist auch noch eine. Ihr müsst aber zu der da oben, wo ich gerade war. Die könnt ihr dann öffnen. Und dann müssen da die Upgrades drin sein und der Alien, die Alien Blaster Munition. Ihr könnt die dann noch auf Fusion upgraden. Wir werden jetzt mal hier reingehen. Mal gucken, was passiert. Und da sehen wir schon eine Kryokapsel. Da liegt eine Art Skelett. Hier kann man ein bisschen looten. Und ich glaube, da liegt schon ein Bauplan für den Alien Blaster. Bauplan Alien Blaster Funktionsmagazin. Alien Blaster Munition. Erste Tests deuten tatsächlich auf eine mögliche außerirdische Herkunft hin. Das könnte unser bedeutendster Fund seit langer Zeit sein. Das Innenmaterial ist komplex und höchst destruktiv. Die Proben sollten daher mit großer Vorsicht gehandhabt werden. Also haben die ein Experiment gemacht. Kann man ein bisschen looten. Und Chemikalien-Schutzanzüge natürlich. Heile, das ist gut. Looten wir mal alles hier. Störgerät, sehr interessant. Ist hier noch was? Was auch immer das hier ist. Es bewegt sich. Es bewegt sich, Leute. Aber es sieht tot aus. Okay, ist es tot? Ist es tot? Ein bisschen Loot. Können wir das aufmachen? Die Kryokapsel, da war das wahrscheinlich drin oder so. Keine Ahnung. Ja, dann war das hier drin auch schon. Das war's schon hier drin. Hier ist nicht mehr. Aber da waren noch Patronen. Können die mal abfeuern. So wie in Fallout 4 halt der Alien Blaster. Ja, das war's dann auch mit der Munition. Ja, dann sehen wir uns gleich mal im Lager. Dann upgraden wir den nochmal. Und gucken nochmal, also ob ich den überhaupt upgraden kann.
gucken wir nochmal, was für Mods draufklatschen können und so. Würde ich sagen, bis gleich. So, wir befinden uns hier in meiner Base. Ich habe den Alien Blaster an. Wir können mal in die Waffenwerkbank gehen. Modifizieren, reparieren. Ah ne, warte, bevor wir da rangehen, ich muss noch was upgraden, Leute. Wir müssen noch was Kleines upgraden. Also eher erlernen. Bei Notizen haben wir jetzt eigentlich einen Bauplan. Ja, hier. Bauplan für Alien Magazin. Hier, Alien Blaster, Fusionsmagazin. Das glaube ich. So. Das erlerne ich auch mal. So. Habe ich noch ein Rezept? Oh, ich habe sogar noch ein Rezept. Auch nochmal erlernt. Dann gehen wir hier ran. Gucken wir mal, was das Ding für Upgrades hat. Und ob wir das schon aufmachen können. Ich kann noch keine Upgrades rauf tun, aber das kann ich schon rauf tun. Jetzt macht er nur noch 4 Schaden, aber er kann mit Fusionszellen betrieben werden. Ich kann leider bei dem noch nichts upgraden. Also es gibt auf jeden Fall einen Langlauf. Noch einen Griff. Und ein Visier, das weiß ich. Das kann ich schon mal sagen. Ja, dann wäre es das auch mit dem Video. Wenn es dir gefallen hat, lass doch mal ein Like da. Abonniert nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Ciao.